weiß es nicht. Keine Ahnung, für mich, wie gesagt, eine Tür, die ich aufgemacht habe, war für mich im Prinzip die Tür. Da stand ja auch, beim Schlüssel steht ja dabei, die vom Flur zur Nottreppe führt. Also musste nicht aus einem Zimmer, sondern aus einem Flur erreichbar sein. Und das ist ja nun mal eine sehr begrenzte Zahl von Türen. Das kann ja dann nur... Es gibt ja nur zwei Treppen in diesem ganzen Gebiet hier. Und das eine ist die hier und das andere ist die hier oben. Und die hier oben habe ich aufgesperrt. Hm. Und die hat ja keine Schlüssel. Kannst du von hier so in die zweite Etage schauen, von der Karte her? Oder musst du dafür manuell Stockwerk wechseln? Okay. Hm. Außer da unten links. Das könnte noch eine Tür sein, die man aufmachen kann. Die 201 rüber, meinst du? Links neben der 201, das große Gebiet. Mhm. Da ist es sogar. Ah, nee. Das ist nämlich ein durchgehender Strich, kein durchgestrichener Tür. Das heißt ja, das ist eine Schlüsseltür. Und das müsste über dem Hof sein. Wenn man die Karten so übereinander legen würde. Im Erdgeschoss ist da ja der Hof mit dem Swimmingpool. Warum wir jetzt unbedingt da runter sollen, weil das macht für mich jetzt gar keinen Sinn. Dann kommen wir beim Swimmingpool raus, oder was? Also auf jeden Fall kann man festhalten, wenn es hier um Zeit geht, um bestimmte Sequenzen zu triggern, haben wir jetzt schon alle verpasst. Wahrscheinlich. Du meinst quasi die ganze da hinten durch. Genau. Die Tür. Das ist eine Exit-Tür auf jeden Fall. Oh. Ja, scheiße. Ihr habt die Feuertreppe vergessen zu bauen. Auf der anderen Seite der Tür gibt es keine Nottreppe. Das ist schlecht. Dann, es wird nur Trepp ausgesprochen. Ob sie beim Bau des Nachbargebäudes abgerissen wurde? Ich glaube, ich kann das Gebäude nebenan gelangen, wenn ich durch das Fenster von mir steige. Das war so ein normaler Move. Ja. Ich muss irgendwie erwarten, dass irgendwie Krampf versucht, erst mit den Beinen sich vorzutasten. Nö, er zieht sich einfach rein. Schön. Aber hier habe ich wieder keine Karte, ne? Genau. Aber das ist die Speicherfunktion. Und den See. Hilfe! Oh. Oh, Eddie war auch schon hier. Naja, komm, ich hatte meine Hand schon. Der Satz nimmt kein gutes Ende. Es ist Eddie, ne? Sieht aus wie eine Brieftasche. Eigentlich sieht das aus wie ein schwarzer Bildschirm. Da ist ein Zettel drin. 8.17.2.19. Das Spiel ist relativ modern, sehe ich gerade. Ah, das ist der 17.08.2019. Wir spielen zum falschen Zartum? Nein, jetzt hab ich meinen Bildschirm ausgemacht. Moment. Hast du ein Selfie gemacht? Ich habe ein Selfie vom 17.08.2019 ausgesucht. War nicht gut. Ich hab's. Er hat's. Mhm. Das ist schön. Und das ist auch alles. Wird? Kann jetzt sein. Ah, ich wollte gerade sagen. Ein Safe. Wie gut, dass wir eine Zahlenkombination haben. Ja, das war nämlich die... 7. Nee. Das ist die 8, die 17. 8, ja genau. Nee, du bist schon auf der 8, genau. Du bist da rechts zur 17. Ja. Dann links die 2. 2? Ja. Und dann nach rechts die 19. War das 2.19 oder 20.19? 2.19. Nein, Mann, nicht. Klickst du. Das geht aber nicht. Ich glaube, es war 20.19. Nein, ich habe das Bild vor mir. Ich glaube, es war 20. Also gehst du 8. Dann hast du
Nach rechts die 17, dann nach links die 2. 2 und dann die 19. Dann nach rechts. Das war nämlich genau verkehrt rum. Toll, Patronen für Patronen. Okay, na immerhin war es eine Menge Patronen, Patronen, Patronen. Mehr ist da nicht drin? Naja, eine Menge Patronen, Patronen, Patronen. Können jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich das halbe Spiel durchballern. Vorsicht, hier ist feucht! Oh, wie super. Eine zu eine Tür. Da geht's raus. Wollen wir noch nicht, ne? Hängt ein Zettel an der Tür. Lieber Tim, ich muss etwas erledigen, deswegen gehe ich aus. Ich habe den Hausschlüssel bei Onkel David hinterlegt. Du weißt ja, wo er wohnt, oder? Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Ich bin so bald wie möglich zurück, also pass bitte auf das Haus auf, während ich weg bin. Das Ganze? Was? Ich weiß, du bist erst 2 Jahre alt, aber du schaffst das schon. Der Schlüssel ist im Zimmer hinter der Treppe, neben der Treppe im ersten Stock. Okay. Noch ein Ausgang. Und wann denn jetzt? Bah, gemeines Sounddesign. Das war gemeines Sounddesign. Na dann auf in den ersten Stock zu Timmys Onkel David. Das würde ich Dagobert sagen. Naja. Timmy? Ja, du sollst drauftreten, dich nicht drauftreten lassen. Tritt drauf! James! James! Oh, Alter! Das letzte Pedal drin. Was ist das denn jetzt? Hier ist die Treppe, dann ist hier Timmy. Ah, da, Timmy. Timmy, ich bin Opa, David. Opel, genau. Auch bekannt als Onkel. Ich bin Opel, Opel David. Opel David? Regal, Bank, Münzen, garantiert, oder? Auf dem Tisch ist etwas geschrieben. Zur Rechten ist die Frau, zur Linken ist der Alte. In der Mitte kriecht der andere. Jetzt bleiben nur noch 2 Plätze, doch hab keine Angst, das Puzzle ist fertig, das Puzzle ist fertig. Eine Reihe von 5 Runden Vertiefung mit einem Durchmesser von 3 bis 2 Zentimetern. Umgekehrt, andersrum. Ich glaube, das war alles korrekt. Der Alte? Links ist der Alte. Welches Loch soll der Alte? Links. In der Mitte kriecht das andere. Haben wir schon die alte Frau? Nee, ne? Nee, ich will keine Münze rausnehmen. Nee, wir haben nur die Schlange. Und die kommt dann in die Mitte. Oh Gott, nein, hör jetzt auf. Hat jemand Erdnüsse eingerahmt? Das sieht so ein bisschen so aus. Die besten Snacks, die ich jemals hatte. Timmy? Oh, it's you. Yeah,
I'm James. Angela. Angela, okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, is what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! Oh, I'm sorry. I've been bad. Please, don't! Haben alle so ein bisschen Mega-Dachschaden hier, ne? Nö. Aber das war nur das Messer. Das war leider nicht. Beziehungsweise Messer. Das ist keine Waffe. Das ist interessant. Keine Waffe. Messer. Wo könnte man ein Messer benutzen? Geht das jetzt schon wieder los? Aha. James, bitte! James. Tja, und nu? Erstmal in den dritten Stock latschen? Auf keinen Fall. Das ist sehr hilfreich.
Das nicht so. Okay, wo waren wir hier jetzt schon überall? Nein. Ach Gott, das ist so blöd. Nein. Also. Hier ist alles erledigt. Mhm. Wir sind ja gar nicht in Stock 1. Wo ist denn das? Was? Mann. So, also 201 waren wir noch nicht. Und 209 können wir aufschließen. Irgendwie. Mhm. Achso, das war... Ah ja, okay. Hm. Also 201. Achso, 201 ist das hier, ne? Das wird nicht so gut gehen. Okay, dann hätten wir das ja erledigt hier. Ein Stockwerk Knöls. Das Treppe runter. Aber hier waren wir überall. Hm. Irgendwie haben wir in der 109 wohl den Schlüssel vergessen. Wir sind ganz oben noch nicht in dem Treppenhaus entlang gelaufen. Vielleicht kommen wir da in den dritten Stock rein. Hm. Ist das einfach nur vernagelt gewesen, weil dann bin ich gar nicht an die Tür dran gegangen. Schätze ich mal. So. Nee, Quatsch. Oh, Alter, es ist so, so hart hier Orientierung zu behalten.